Die Industriepolitik liegt der SPD am Herzen. Das war das eindeutige Signal der gemeinsamen Veranstaltung von SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Landtagsfraktion Brandenburg am 27. Mai im Hauptsitz der IHK Potsdam. Hier kamen Politik und Wirtschaft zusammen, um zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen und über ihre Ziele zu informieren. Nachdem in ganz Brandenburg die Industrie nach 1990 einen Einbruch erlitt, erholte sie sich in den letzten Jahren und erstarkt wieder. Dieses Land Brandenburg ist ein Industrieland geblieben, trotz aller Umbrüche der vergangenen Jahrzehnte. Und es muss auch weiterhin ein Industrieland bleiben. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hubertus Heil, plädierte nach einer Bestandsaufnahme der Situation auch für ein Bekenntnis zur Verbesserung der Infrastruktur. Und wenn wir uns angucken, dass es bei Infrastrukturen eben nicht nur um Straßen geht, sondern zum Beispiel auch um die Frage, was kann und muss getan werden, um Breitbandinfrastruktur in diesem Land tatsächlich flächendeckend auf den Weg zu bringen, dann kann man sich vorstellen, dass das allein mit Steuermitteln nicht zu leisten sein wird. Gerade im Bereich der Breitbandinfrastruktur brauchen wir andere Rahmenbedingungen, um privates Kapital an diesem Punkt auch dafür zu gewinnen, auch in ländlichen Räumen beispielsweise für schnelles Internet zu sorgen. Auch der Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck wies in seiner Rede auf die Herausforderungen für Politik und Unternehmen hin. Warum werben wir eigentlich für Industrieland? Weil wir wahrnehmen, ich nehme das zumindest wahr, es wird vielen von Ihnen ähnlich gehen, es schleicht sich so ein postindustrieller Fühl- und Denkprozess in Deutschland ein. Wir denken kaum noch wirklich darüber nach, was die Quelle, die Basis, das Fundament und die Zukunftsversicherung unseres Wohlstandes ist. In der anschließenden Podiumsdiskussion stellten sich Thomas Nieber von der IGBCE, Martin Wischner von der Havelländischen Eisenbahngesellschaft, Viktor Stimming von der IHK Potsdam und Wolfgang Tiefensee den Fragen der Anwesenden. Das Fazit war durchweg positiv. Mir hat heute sehr gut gefallen, dass das Thema des demografischen Wandels auf der Tagesordnung ganz oben steht. Denn das ist eine Erfahrung, die wir als Unternehmen auch machen. Wir haben große Probleme, Fachkräfte zu rekrutieren. Und wir haben auch Schwierigkeiten, junge, motivierte Menschen zu finden, die bereit sind, eine Ausbildung zu absolvieren. Ein spannender Tag mit einem noch spannenden Thema. Es ist gut, dass das Thema Industrialisierung in Brandenburg in hoher Form diskutiert wurde und auch mit einem klaren Ausblick. Das fand ich gut.